Willkommen, liebe Leute, zu Welt 4.1 in Yoshi's Woolly World und damit einen neuen Part von Yoshi's Woolly World. Ja, in der vierten Welt sind wir jetzt schon und da bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt gleich im ersten Level erwartet. Ich hab Respekt vor dem Level irgendwie. Fragt mich bitte nicht wieso, aber ich hab Respekt davor. Was sein das? Sollte es keiner haben, aber es habt ihr irgendwie. Ah, was ist das? Ah, etwas, wo es hochklettern kann. Und diese Dinger einsammeln. Ach, so ist der Affe. Ich hoffe, dieser Affe ist, ich sag mal gut und nicht böse. Naja, angesichts dessen, dass er eher von mir weghoppelt, als um mir hinzugehen, wird da wohl kein Gegner sein, ne? Oh, da sind die böse. Ich hab grad keinen Pfeil. Ah, aber ich glaube... Ah, fuck. Die sind ja echt böse. Hilfe. Ja, alles klar. Nein. Neue Leben sammeln. So. Also die sind böse, die Affen, aber es mal so. Oder vielleicht ist auch nur ein Teil böse, ne? So, hier angeln wir uns runter. Verlegen dann hier einen weiter. Macht eigentlich Spaß. So, und hier gehen wir dran. Juhu! Ich sage uns hier gleich zum nächsten. Ey, das ist eigentlich echt eine coole Sache, hier, diese Dinger. Nur dass ich jetzt hier hätte. So, jetzt hat. Ah, hier muss ich mich hochklettern. Okay. Bin ich mal hier sind wieder diese Affen, aber ich glaube, so tun die ja nichts, nur wenn die irgendwas zum Werfen haben, habe ich so einen Eindruck, oder? So wie diese hier zum Beispiel, der Lasser in dem Dings hier reinwirft, das kann mir aber getrost egal sein, weil ich hier oben easy going. Ah, das habe ich jetzt nicht vorhergesehen. Das war ein bisschen scheiße. Aber okay. Oh, jetzt sind ja noch Wassermelonen. Was können die Melonen tun? Ja, man sich sind ja... Ah, scheiße. Die können Melonen-Dinger spucken. Das ist ja richtig fies. Kann man hier rein? Ja, man kann hier rein. Sehr schön. Ah, sehr gut. Nein, das ist wiederum nicht so gut, aber ich bin hier relativ nah. Was gibt's denn hier? Sehr gut. Nice, hier ist ja neues Leben. Und nun heißt es wieder, let's go back nach Hause. Zumindest weiter. So, die Affen lassen die Affen sein. Die sind zu süß und Ratzen sind die Bösen. Ne? Da sieht man mal. Auch böse Affen gibt's und das war ein paar Millimeter daneben. Was für eine Sünde. Ich glaube, Sünde. Nein. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Diese Affen, die das eigentlich eklig, ne? Das sind Affen, die mich mit verdammten Kernen anspucken. Das ist eklig. Nintendo, das Spiel ist eklig. Das spielen kleine Kinder. Wahrscheinlich sind das so kleine Sandkastenkinder, die verstehen nicht, was die Message dahinter ist, dass ein Affen mit diesen Kern vollspucken. Die verstehen nicht, dass man der volle Loser ist, wenn man von einem Affen, der einen IQ von einem Dreijährigen hat, einen mit Kern vollspuckt und ich fahre einfach mal durch Ziel durch. Mein IQ ist dementsprechend auch nicht gerade viel besser. So. Voilà, wir sind ins Ziel gekommen. Eine krasse Tatsache, muss es Hund sagen. So, wir haben 30.629 Punkte und haben, ich glaube, ja, also Sachen einsammeln, das ist ja nie so eine Sache. Ich bin einfach kein so 100% Typ, der alles eingesammelt haben muss. Ich sammle das ein, was einsammeln will, während mir das lasst einfach. Und ja, ich glaube, das wirkt ein bisschen auch hier aufs Spiel aus, aber mei, ich habe ja nie gesagt, dass ich ein 100% Display mache. Und das ist erst Level in angenehm 4 Minuten geschafft habe, wie es eigentlich zu allen Leveln gehört, bin ich dann mal ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht und vielleicht habe ich da sogar noch mehr als das zweite Level in den Part,
Das war höchst angenehm, weil ich das jetzt bei relativ schnell zersetzt doch durchnudeln will. Und ja, das sagt es irgendwie in jedem verdammt nochmal harten, dem ist das Spiel. Aber gut. So, was war das gerade? Egal. Et voilà, was erwartet uns hier? Ich hab keine Ahnung, finden wir es heraus. Ah. Ihr wartet uns primär erstmal Wolle. Warte. Oh nee, nicht Lakito. Oh, nicht Lakito. Ihr müsst wissen, ist in Lakito, wir hassen uns. Also besser gesagt, ich hasse Lakito. Bann, der muss man jetzt bewegen, sonst ich mal im Arsch. Nein! Ja, GG, und hier muss ich mal jetzt warten, ne? Ist ja nicht wirklich angenehm. Aber ich habe diese. Dieses Level ist dann aber. Nein! Auch in Super Mario 3D World schon nicht gemacht, dieses. Wo man dann gezwungen war, letztlich zu warten. Weil man einfach schnell als das Level an sich. Das ist keine so tolle Eigenschaft. Und hier sind die jetzt auf Miss. Fuck. Achso. Hä? Nein. Du Scheiße. Rein da. Was hätte ich mir dafür das Leben holen sollen? Ah, hier gibt es das dann dafür. Nein! Ich verliere den gleich wieder, wie dumm. Vertraue den einfach hier mal. Ja, sehr gut. Doch hier vertraue ich den. Ja, what the fuck, hä? Ah, nee, hat mich jetzt irgendwo verlaufen. Nee. Hier geht's weiter. Die versteckten Eingänge überall, die. Ja, könnte mir ein bisschen zu schaffen machen. So, sehr schön. Hier haben wir erste Midwave-Flag erreicht. Midwave-Blume heißt das hier. Because of it's a flower. Flower Power. Alles klar. So. Ja, mein neuer Lieblingsbuch. Alles klar. Alles klar, was baut es hier eigentlich gerade hier vorhin? Das heißt es zusammen. Alles klar. Ja, das geht es. Nein! Hä? Wieso hat er uns zerquetscht? Wir standen doch 2 Meter davon entfernt. Was ist das? Betrug! Betrug! Das ist aber kalter Betrug! Nee, also das sehe ich jetzt nicht sein. Nintendo, ihr verlacht uns. Und zwar übelst. Nein! Hui. Ja. What the fuck, jetzt bin ich am Arsch. Leck miss. Ja, ich glaube, da gibt es keine Begrenzung, wie oft man das machen kann, ne? Ach, das ist ja ätzend, dieses. Nein. Logische Zurest finden hier. Und was war es noch nie gut? Ich muss mich links halten am besten. Hoch da! Ja, nee, ist klar, es war doch oben, meine Fresse, es regnet es jetzt auf von weit hinten. Es brüllt oben. Wie sage ich eigentlich, das Rumbrüllen und wieder hängen, wie sage ich mir an dieser gottverdammten Stelle eigentlich gerade so krass auf. Ich spiele ein Kind, das bloß ab 0 Jahren frei ist, hab das letzte Level verdammt nochmal kritisiert, wegen den Affen, die da Kerne rumspucken. Und ist selbst. Hat es mal gesagt, ein Krampf in einen Lippen zu bekommen, und das heißt, das habe ich jetzt erst hinbekommen, wie ich dieses bescheuerte Geräusch gemacht habe. Ah. Fuck it, ey. Ah, das wird weh. Mann, Videospiele bringen einen doch dazu, undankbare Sachen zu machen, die man nachher dann bereut. Gott, Jesus Christ!
Fuck. Das ist der ätzende Geschichte. Wir haben es beim dritten oder vierten Mal zum Glück geschafft, ey. Halleluja. Midway Flag, Midway Flag. Und hier gibt es sehr schön wieder Wolle. Alles, was man braucht, um zu erleben. Wolle. So, und hoch hier. Ja, halt deine Fresse, Lakito. Und in your face. Ank! Und das ist gerade sehr dumm. So, jetzt holen wir eine Wolle. What the fuck? Ach, shit, ich muss. Ist dieser Lakito irgendwie dumm? Nein! Nein! Hoch da! Und hoch! Fuck it! Ja, fick dich, Lakito! Wir sind alle, dass du dumm bist. Stopp mal, hier kam ich doch irgendwie her. Ach du Scheiße. Hallo, ich wollte gar nicht den. Jetzt hier oben weiter? Nee, gibt's nur Erleben, hä? Die Broma ist nicht zu kapieren, ne? Der Fall sagt mir. Es geht in die andere Richtung weiter. Und Jürgen sagt mir. Fragt es Hit, was ist das hier vorne heiße? Ah. Dort, wo es weitergeht. Nee, weißt du, den findet man so durch lustiges Rätselraten. Ah, scheiße, ja, das habe ich eben verkackt. Ja, werf doch, bring mich um. Ich bin suizidgefährdet, bring mich um. Hä? What the fuck, wie soll man die Tür rennen? Ich fliege vor der... Wie, oder? Stopp mal. Hä? Wie soll ich in die Tür reinkommen? Nackel hier. So, sorry für das Info. Tut mir leid, sag ich nie wieder, aber ich bin... Alter! Ja, fick dich! Jossi! Was machst du denn da eigentlich für eine Scheiße? Oh! Wie bekomme ich das Heißtopf? Kann man das mal irgendjemand erklären? Jetzt mal ernsthaft, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Wie? Wie komme ich da rein? Habe ich das leider kaputt gemacht, weil ich kein Zaumstoff mehr ist, oder wie? Nee, oder? Doch, es scheint mir so, dass, man... Ob das jetzt dein heiliger Ernst ist. Nein, ich kann mich mal. Also richtig geil, dass ich das Level hier einfach so mehr oder weniger kaputt gemacht habe. Wieder selbe Scheiße hier. Ich komme hier einfach nicht rein, dass ich das umbringen. Ich muss das anders machen. Trifft mich! Sehr gut. So, aber schauen wir mal, ob wir jetzt nicht vielleicht jetzt ein bisschen intelligenter hinbekommen. Oh ne, dass die ganze Scheiße jetzt hier stinkend faul und langweilig wird. Ich brauche dringend jetzt Wolle. Leck mich, das macht man, wenn man ziel vergisst, Wolle mitzunehmen. What the fuck?
Fuck, es macht bald hier mal keinen Wallart. Kann das sein, dass ich da etwas geschafft habe zu machen, was eigentlich unmöglich ist? Ich kann hier nicht weiterkommen. Leute warten mich, die es hier fertig gemacht haben, oder was? Das kann hunderte von Jahren dauern, aber was anderes bleibt uns wohl gerade nicht übrig, weil wir haben keine Wahl und keine so eine verdammte Scheiße mehr übrig. Jetzt sind wir gleich durchgedrungen, aber ist ein Eindruck. So, jetzt können wir uns das runterfallen. Scheiße, ey, wo war die Tür? Die war irgendwo in der Nähe. So weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau wo. Weißt du, wir dürfen jetzt keinen Fehler machen, das heißt. Wenn wir jetzt das hier abschießen gehen. Bingo, und jetzt kann man nämlich auch durchgehen. Das geht ich also auch, wenn man den ganzen Homestoff schon weg hat. Ne, dann wird das halt irgendwie schwer, durch die Tour effektiverweise durchzugehen, man. Ihr wisst, was ich meine. Das macht die ganze Sache dann nämlich verdammt nochmal schwer. Gibt es irgendwie was, wo man hier jetzt durchkommt? Nicht, ne. Aber oh, das ist natürlich ein Blind. Und irgendwie dumm kam mir da nicht gerade her. Leck, Mist. Sag bloß, da geht es nicht weiter. Oh nee, oder nicht der Scheiße ernst. Mann, das ist wieder ein Level, wo es kein Pell ab, wo es weitergeht. Scheiße, ey. Wir wurden hier ins nix gefördert, hier ins Kosovo, ins gottverdammte Kosovo. Ja, da bin ich irgendwie blöd. Vielleicht geht's einfach hier weiter. Nein, ich habe mich so weit katapultieren lassen. Scheißhaufen. Dummer Typ. Ich muss oben entlang, also nicht alles kaputt machen. Sehr gut. Ich weiß nicht gut, weil wir hier erst herkamen. What the fuck? Wo? Ja, das ist für mich das einzige Labyrinth. Wo es kein Pfeil ab, wo es nach vorne und wo es nach hinten, links, rechts, oben, unten. Wir müssen dann die fucking Tür, aber wie geht's hier weiter? Oder wird man normalerweise nach oben katapultiert? Ich hab. Hä? Was stellen Sie sich jetzt vor? Achso, da ist. Ein normal menschlicher Typ. Ich kapiere die spätestens hier, was mich definitiv irgendwo verlaufen. Ich habe keinen Peil. Wie es weitergeht. Ist das nicht schön? Ja, es ist mein Ass. Ah, muss man auch erstmal drauf kommen. Jetzt hat I've got it. Ey, also, die sind so behindert versteckt, die Sachen. Zum Teil. Ey, das ist nicht schön. Wir müssen, und da muss man erstmal drauf kommen, hier durchgehen und jetzt das hier abschießen und hier geht's dann auf einmal weiter. Gott verdammt, und hier sind wir schon am Ziel. Mehr oder weniger. Eigentlich ganz genau hier sind wir am Ziel. What the fuck? Hallo, wie ist das hier bei durch endlich?
Das heißt, wir haben jetzt hier mal wieder höchst inkompetent angestellt, aber das ist mal eh so. So, das war's dann mit der Folge von Justice for the World. Hier sehen wir nochmal unsere glorreiche Statistik. Das heißt, wir haben super duper viel eingesammelt. Wir machen mal eine Blume und zwei Waldknolle. Das ist doch immer ein bisschen was. Hoch deine Wochenende. Morgen ist am Montag. Nein, nicht in hoch deine Wochenende. Morgen ist Montag und bei einigen Bundesländern beginnt morgen wieder die Schule. Schön, dass ich noch Ferien habe, weil die Schule morgen nicht beginnt. Alle die offiziell, ihr werdet von mir ausgedacht. So, falls das hier am Sonntag, den 13. schon seht, wenn ich es hochlade, heute 20.15 Uhr, tue ich Splatoon 2 online streamen. Nicht online, sondern ganz normalen Story-Mode streamen, weil ich da ein paar Folgen auch voraufnehmen muss. Besucht die Gamescom und so weiter, streame ich die ganze jetzt im Event dessen auf. Und mit der Welt 4.3 sehen wir uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Leute, haut's rein und ciao!